Hallo und Weidmannsheil, wir sind auf den internationalen Jagd- und Schützentagen in Schloss Krönau, 23. Neben mir steht der Hubert Bodechten von WiMAX. Und ihr habt heute für die Jägerschaft, die hier vorbeikommt, mal eine große Auswahl an potenziellen Fangschusswaffen mitgebracht. Ja, Andreas, ich meine, die Zielgruppe ist hier ganz klar. Es kommen hier sehr viele Jäger hier nach Krönau. Da haben wir mal gesagt, wir machen mal eine Auswahl von den klassischen Fangschusswaffen, wo wir die Jäger beraten können. Angefangen hier bei den Revolvern. Ich habe hier mal den 60er rausgelegt. Das ist ein fünfschüssiger Revolver, klein, handlich für die Nachsuche. Dann haben wir natürlich hier... Denk an die Jägerschaft, das ist ein Smith & Wesson, das musst du dazu sagen, wenn ja, du 60er sagst. Ich glaube, das weiß man natürlich bei... Aber du hast recht. Das weiß nicht jeder Jäger. So. Viele wissen es, aber die meisten so ist es. Musst du auf die Sprünge. Ja, wir sind ja der Generalimporteur von Smith & Wesson, dafür kommt eigentlich alles nur eine in Frage. Also wir haben auch dann den einen oder anderen Sportlichen dabei, aber die Fokus liegt ganz klar auf den Fangschusswaffe. Nicht nur Revolver, sondern auch hier dann Pistolen. Da haben wir auch von Heckler & Koch die SFP9 haben wir dabei und auch noch verschiedene andere Pistolen, die zur Jagd geeignet sind, hauptsächlich für den Fangschuss. Mhm. Ja. Ob dann natürlich so ein 500er für einen Fangschuss geeignet ist, muss der Schütze dann selber dem. Ja, für die Bau- und Fallenjagd ist er vielleicht etwas überdimensioniert, Andreas. Für Afrika, wenn du da mal einen Kaffernbümmel vor dir hast, vielleicht. Nee, Spaß beiseite, ist natürlich ein klassischer Sportrevolver dann auch. Ja. Und natürlich wollen die ja auch die Schützen dann auch mal so einen Revolver in die Hand nehmen, was halt hier dann auch der Fall ist bei der Beratung. Deswegen, das heißt ja auch Jagd- und Schützentage. Genau. Sind nicht nur Jäger hier vor Ort. Jo. Okay. Vielen Dank, Hubert. Alles klar, euch noch viel Spaß auf der Messe. Euch auch und gute Geschäfte. Ciao.